Hallo und herzlich willkommen zur 39. Folge von Prisoner Architect im Multiplayer zusammen mit Pascal. Hallo. Ja, wir sind wieder im Multiplayer. Wir haben einen Cashflow von 30.000, sinkend. Und nein, er sinkt. Wir haben nur 190.000, Pascal. Es geht bald zu Ende. Nein. Das Windrad sieht echt so aus, als hätte das positive Auswirkungen. Egal. Aber die Akkus sind alle voll. Ne? Wir haben letztes Mal das hier ein bisschen eingerichtet. Finde ich auch ganz schick. Dieses Mal wollte ich mir das mal anschauen mit den Duschen, dass man das vielleicht irgendwie mal ein bisschen besser löst. Weil aktuell, naja, es ist nicht so. Die Duschen sind Sicherheitsrisiko. Genau, und zwar ein ziemlich großes. Ich würde vielleicht und dein Plan war ja, dass wir die Duschen hier unten wegmachen, in jede Zelle eine Dusche rein und dass wir unten als Einzelhafträume nehmen oder ansonsten, keine Ahnung, können wir da vielleicht auch noch irgendwie, I don't know, vielleicht Gemeinschaftsräume oder sonst was, kann man da auch hinpacken dann irgendwie. Ich weiß nicht, ob Gemeinschaftsraum da reinpasst oder so. Nee, aber das kann man bestimmt irgendwie auch anderweitig nutzen. Aber ja, kannst du bestimmt. Ich würde einfach mal ganz kurz anfangen, das hier zu machen. Richtig. Wobei, die haben da schon Waschbecken, ne? Die niedrigen. Die trinken den Waschbecken? Ja, die haben ein Waschbecken. Beziehungsweise nicht alle, bis auf den einen. Warum ist ja eine niedrige Zelle als Bewährungszelle deklariert? Bitte, da sind irgendwelche Stahlstreben drin. Ja, das war bei mir auch ein Anzeigefehler, keine Ahnung. Das ist bei mir nicht so. Okay. Ja, was ist denn hier schon wieder los? Oh, hier an der Cafeteria. Das war bestimmt einer von den Neuen, der kennt die Regeln noch nicht. Ja, ein Niedriger hat hier aufgeführt und Mittlerer, glaube. So. Ist auch interessant, weil die Niedrigen haben schon Freizeit, trotzdem sitzen noch einige Niedrige in der Kantine, während die Mittleren jetzt Essen haben. Haben die müssen die Niedriger halt mal raus. Verbindungen. Aber gut. Sieht relativ gut aus, also ist nicht überfüllt oder so, die Cafeteria noch. Und selbst wenn, wir hätten ja noch Potenzial dafür, wenn wir einfach ein paar Telefonzellen hier rausreißen würden, dann würde ja noch mal ein paar Tische und Stühle auch reinpassen, ne? Also das mit der Kantine ist echt kein Problem, die ist noch erweiterungsfähig mit weiteren Bänken, ne? Aber wir haben die auch, glaube ich, 40 Sitzplätze reingemacht und mehr als 40 von einer Art sollten wir im Planfall auch nicht haben. Weißt du, wo ich gerade überlegt habe? Was hältst du davon, wenn ich... Pass mal auf. Ich lege mal einmal Arbeit, Freizeit von den Mittleren um, sodass die arbeiten, während die Niedrigen essen und die Niedrigen arbeiten, während die Mittleren normalen essen, weil dann hast du auch Küchendienste sozusagen auch mit da. Weil so hast du es halt so, dass die... Ja. Immer wenn die normalen essen, beziehungsweise ja, wenn die Niedrigen essen, dann hat halt noch niemand von den Häftlingen mitgeholfen, so, weißt du, mäßig. Ja, ist richtig. Nee, der legt das um. Dann legt die Zeiten da so ein bisschen um. Hauptsache eben nur, dass die nicht gleichzeitig auf dem Hof und nicht gleichzeitig in der Kantine sind, die Häftlinge. Aber legt das da ein bisschen um. Auch. Weiß nicht, vielleicht könnte man denen sogar ein bisschen mehr Freizeit geben. Das könnte vielleicht das Freiheitsbedürfnis senken. Also wenn man weniger Arbeit Freizeit macht, sondern mehr Freizeit, weißt du? Weiß ich nicht. Also, dass die auf jeden Fall Freizeit haben, weil wenn die dann Freizeit haben, machen dürfen so ein bisschen, was sie wollen und rumlaufen dürfen und nicht immer arbeiten müssen, ich glaube, das ist recht gut für die. Und sieht doch das Freiheitsbedürfnis. Das ist ja auch ein Problem bei uns. Jo, dann haben die jetzt nochmal ordentlich mehr Freizeit bekommen. Wieso kriegen wir Häftlinge und die haben keine Zellen? Warum? Wir haben jetzt 100 von 130, aber eigentlich sollten wir von allen, weil ich ja, sollten wir von wir allen mittlere zu viele bekommen, Zellen ich, haben. Oder? Wir haben, glaube ich, mittlere bekommen. Was? Bin ich rausgeflogen aus dem Online-Spiel? Nice. Naja, passiert. Wir haben auch mittlere bekommen, ja. Aber wir sollten doch von allen zu viele Zellen haben. Oder? Oder nicht, Tobi? Eigentlich theoretisch, naja, gut, aber du kannst es halt nicht so einstellen, dass du kannst nur eine allgemeine Anzahl festlegen. Ja, wie viele Mittler haben wir denn aktuell gerade? 22.
Normale, naja, 57 hohe. Wir haben 40 mittlere Zellen. Also wenn wir nur 27 mittlere haben, ne? Dann sollte da kein Problem drin sein, liegen. Naja, ja, es sind ja auch hohe, die keine Zellen haben. Weil wir 57 von denen haben. Achso, naja, wir haben ja noch 10 Übergangszellen, also. So, jetzt habe ich das Spiel gerade geladen, aber jetzt hängt es bei mir. Im Spielstand drin. Sehr gut. Nicht. Ja, sorry, Bro, du hast halt keine Zelle, ne? Das tut mir leid. Also 5 Büros kriege ich hin. Tunnel. Aber nee, die Umfassungsmauer ist echt eine Lösung dafür, ne? Ja. Für die Tunnel. Du kannst auch noch Tunnel, aber die kommen halt nirgendwo mehr hin. Ja. Ist nur noch ein teures Ärgernis. Ja. So, ist natürlich ärgerlich, dass die jetzt nicht duschen können. Ganz ärgerlich. So, ich würde den Personalraum jetzt als erstes. Denkst du, ich sollte die Dusche mit Freizeit ersetzen? Weil. Weißt du, was ich meine? Ja, aber extra Duschzeit brauchen sie jetzt ja nicht mehr. Ne? Jo, dann ersetze ich das mit. Freizeit, ja. Und da, wo jetzt aktuell die Duschen sind und die. Wir können dann einfach die Einzelzellausstülpung, die wir da haben, einfach wegmachen. Hätten wir da unten dann noch weiter Platz für, keine Ahnung, was, Grünfläche oder so. Und dass wir dann da die Einzelzellen hinmachen, wo jetzt die Duschen sind. Das wären zwar sehr, sehr viele Einzelzellen. Deswegen können wir da einfach noch ein paar andere Sachen auch mit hinmachen immer. So, ja, das können wir einfach schauen, wie wir das machen am besten. Hä? Was ist denn du mit dem Wasser? Du hast wahrscheinlich irgendwo Wasser. Warte mal, langsam. Was passiert hier gerade? Hier haben Leute keine Zellen. Hier könnte manchmal was nicht gemacht werden. Die duschen einfach nur kein Wasser. Die duschen alle kein Wasser. Hast du da Wasser oben angelegt? Ach so, ja, klar. Nee, habe ich noch nicht gemacht. Naja. Es sind einfach nur die Duschen. Bei den Niedrigen hast du doch überall Waschbecken jetzt hingemacht. Die Niedrigen, die haben schon alle Waschbecken. Na, der eine niedrigen Block, aber der zweite niedrigen Block hat keine. Echt? Schweinerei. Ja. Habe ich da jetzt Lust zu? Hm. Eher weniger. Wir haben zu viele Leute für zu wenig Zellen. Ich sag so, wie es ist. Und die sitzen jetzt in der Einzelhaft fest. Na super. Das ist schlecht. Ich sag so, wie es ist. Wir haben zu viele Leute für zu wenig Zellen. In welchem Bereich? Hoch? Oder? Hoch. Es ist immer hoch. Ja, 63 hohe haben wir. Ja, klar. Na klar, und 63 hohe haben ist ja logisch. Das ist zu viele für 40 Zellen plus 10 sonstige Zellen. Da wären wir bei maximal 50, die wir haben könnten. Das sind natürlich 63 zu viele. Okay. Sobald jetzt die Rohre fertig sind, würde ich sagen, wir lassen mal die roten. Die lassen sich erst, die können wir erstmal duschen und dann dürfen die raus. Ja. Die Menge an Schmuggelware geht aber wirklich runter. Zumindest die gefundene. Die tatsächlich die Menge ist ja. Statistik ist gut. Realität schweigen wir mal. Ach komm mal, der macht doch bestimmt eine Blumentherapie hier.
Tune. Da haben sie noch ein bisschen was gefunden hier. Beim Durchsuchen mit dem Hund. Unser Cashflow sind wieder bei 41.000. Ja. Yay. Da ist wieder aufgegangen bei mir. Ach, du planst das jetzt so. Da siehst du meine Planung? Ich sehe deine Planung. Gut, ich hatte jetzt Angst, dass meine Planung wieder weg sein könnten. Das wäre nämlich sehr blöd. Da siehst du schon so ungefähr meinen Plan. Ich habe keine Ahnung, was das werden soll. Ja, vertrau mir. Okay. Bleibt mir was anderes übrig. Nein. Okay, pass auf. Wir schauen uns jetzt einfach mal hier die Häftlinge an. Thompson zum Beispiel hier. Dieser Häftling, den würde ich gerne anwählen. Kann ich nicht. Dö. Warum kann ich den Häftling nicht anwählen? Nimm anderen. Ach, weil ich noch in irgendeinem Menü war. Den setze ich jetzt einfach auf normale Sicherheitsstufe. Der war schon Kandidat, ja? Also der hat schon irgendwelche Voraussetzungen erfüllt. Hier, call me. Aber setz einfach mal ein Duell welche runter, einfach ja, so genau. Random. Die sich anbieten würden, oder die machen können. Bolter. Ja, gut. Hatte der, was hat der? Vor allem die, die ja Kandidaten sind. Raub. Ja, okay. Setz lieber die, also setz vor allem die ganzen Kandidaten einfach vorzeitig naja, klar. Runter. Natürlich. Der Stevenson. Ja, die Stevenson. Ups. Der Host hat die Verbindung Angriff. Getrennt. Das ist unglaublich, Tobi. Verbindung zum Server unterbrochen. Oh, cool. Ah. Stevenson. Ja, der hat. Das ist ein übler Kerl. Also schwer. Mehrere Polizisten angegriffen und. Ich weiß nicht. Ich finde den Raptor-Server auch noch nicht. Nee, das ganze Spiel ist ja gecrashed. Zumindest der Server. Wie ist ganze Spiel gecrashed? Nicht, also ja. Verbinde mit Server, verbinde mit Server, verbinde mit Server. Ach, okay, geht. Ich starte mal kurz neu. Wir haben schon wieder einen Hund ge... Wie Schweine schon wieder, du. Sollen wir uns mal Hunde nachkaufen, oder? Die werden, glaube ich, automatisch. Ja, stimmt. Nee, du kannst nur Hundeführer kaufen. Wenn die Hunde getötet werden, ist ja, dann kommt wahrscheinlich ein neuer Hund immer. Weil jeder Hundeführer ja automatisch einen Hund bekommt. Okay, gehen wir mal wieder auf Play. Ach, man, ich habe gerade überlegt, ob ich die vielleicht mal rauslasse, aber irgendwie, ich weiß nicht. Zweiter Todesfall für heute. Yep. Wachen machen wir wieder gar nichts. Naja. Vierter Todesfall heute. Kloppen sie sich da. Och, meine Güte. Was hat der hier? Ein Holzflock. Toll, das ist der nächste Polizist hier bewusstlos. Ja. Erwin, sie bauen eine neue Kühlkammer, Tobi. Weil die habe ich jetzt hier unten nicht mehr eingeplant in das neue Dings. Toll. Ja, aber auch da eine Kühlkammer für alles, das ist ja auch extrem beschissen. Die sollte ja eher etwas zentraler sein, in der Nähe der Küche. Und der hat einen Taserschuss ausgereicht und da sind zwei Polizisten und ein Hund dran gestorben an dem Typen. Echt jetzt? Und ein Taserschuss hat für bewusstlos gereicht, ja. Ich höre die ganze Zeit nur so Taser. Immer so bzzz, bzzz. Naja. Ich weiß nicht, was wir falsch machen. Ich würde sagen, Einlieferung, hohe, raus. Ich habe keinen Bock mehr auf die. Das ist
Weißt du, ich will lieber ein Gefängnis mit mittleren und ja, das ist. Wir haben eh genug Hohe. Wir können ja mal so eine kleine Anzahl an Hohen haben. Wir können die Hohen einfach abspecken, sodass wir irgendwann nur noch einen hohen Trakt haben und dann können wir noch einen für sehr hohe machen, zum Beispiel. Nee. Dass wir die auch mal gesehen haben. Die sind doch noch schlimmer. Also, dass wir jetzt die nicht uns absichtlich da reinführen lassen, sondern wenn mal jemand hochgestuft werden müsste, zum Beispiel auf sehr hoch oder so. Hm. Ich frage mich, wann sie die Rohre da endlich mal bauen. Hm. Das ist mir schon wieder hängen geblieben. Das kann doch nicht wahr sein, in der kurzen Zeit. We'll be right back.
Meine Güte. Wie viele Wachen hat er jetzt umgebracht? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ein Typ. Als ob der GTA gespielt hätte. Mit einem Gefängnisschlüssel. Aber GTA in Real Life, ne? So, was ist mit dem jetzt? Wurde er festgenommen oder? Der ist tot. Den hab ich mit einer Shotgun. Ja, okay. Aber das sorry, aber das ist auch. Naja, da ist der Schussbefehl auch in Ordnung gewesen. Eieieiei, ey, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht, ja? Ich bin mal für eine Razzia. Risiko ist eh gerade hoch. Oh. 1041 Orte. Viel Spaß. Und ich sollte neue Wachen einstellen. Eventuell. Ey, dass die Türen alle nicht gehen, das ist dezent nervig. Kannst du da bitte den Strom wieder anschalten? Ja, es ist im Strom, aber der Sicherheitsding ist gerade ein bisschen schwierig. Das wollte ich den gerade eh entfernen. Ah, nee, entfernen ist auch blöd. Ah, weil ich kann ja nicht direkt neu bauen. Haben wir irgendwo eine Möglichkeit, wo wir interimsmäßig die Dinger hinstellen können? Kannst du bestimmt die Servo-Dinger hinstellen, ja. Einfach mal hier. Aber ich stell die Türen jetzt einfach mal alle auf. Entriegelt. Ist jetzt einfacher. Nee, lass, komm. Selbst dann müsste ich alle wieder neu verbinden, nur für den interimsmäßig. Das ist nicht sinnvoll. Okay, dann tue ich das interimsmäßig den Raum einfach abreißen. Und ist halt aktuell interimsmäßig ja erstmal so. Und wenn er hingebaut ist, wird dann ja. Ach, Leute. Der Sicherheitsbedürfnis ist wieder grandios. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich finde es auch cool, dass die Bücherregale immer noch nicht geliefert wurden. Die Waffenkammer kann jetzt eigentlich mal kurz abreißen, oder? Dann können die Leute sich zwar nicht mit neuen Waffen ausrüsten, aber ist halt so. Naja, ich weiß nicht, ob wir allgemein dann keine Waffen mehr haben. Hatten wir nicht irgendwie gesagt, erst neu bauen, dann abreißen? Ich muss erst mal irgendwas abreißen, um dann irgendwas neu bauen zu können. Dann reißt den Büros halt so ab. Ja. Ist doch sinnvoller, oder? Ja, dann bleibt die Waffenkammer. Oder halt das, wo die Waffenkammer hinkommt, deiner Meinung. Weißt du, was ich meine? Na, das wäre da, wo die Büros aktuell sind und die Küche und so. Hm. Merkst du was? Mhm. Boah, sind das große Müllsäcke, ey. So, das bringen sie raus. Das ist den Müll raus. Ja, genau. So, wärmetechnisch. Ach genau, die Hohenzellen, die haben noch keine Heizungen in den Zimmern. Na genau, und jetzt bei der Außentemperatur von 5 Grad sind im Zimmer auch nur 15 Grad teilweise. Deswegen, also in der Zelle bei denen. Ja, das ist ja schon ein recht guter Grund für eine individuelle Heizung. Hm. Aber gut, das machen wir irgendwann mal, ne, bei den Hohen. Das ist jetzt nicht. 12 Gefängnisschlüssel wurden schon gefunden. Gut, sind auch genug Wachen totgegangen, ne? Ja. Dann entferne ich mal die alte Vorratskammer. Liebst du mich erstmal gefühlt fast alles hier abreißen wollen und das Gebäude im Gesamten. Ja, dann reißt das gesamte Gebäude auch ab, weil das bringt kann jetzt eh niemand benutzen, einfach weil halt alles nicht geht. Weißt du, was ich meine? Du hast übrigens auf
wegwerfen zum Teil irgendwie. Ja, es ist mir gerade auch aufgefallen, warum teilweise Sachen noch wegwerfen sind, verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Ey, wieso haben wir so wenig Arbeiter? Warum wurde das Gebäude, was ich hier vor Ewigkeit angegeben habe, noch nicht ansatzweise angefangen zu bauen? Weil die Dinge gerade erst geliefert wurden. Ja, okay. Es ist dadurch, dass keine Arbeiter frei sind, wird halt auch nichts ausgeladen etc. Und irgendwie ist halt alles immer belegt hier an Arbeitern. Hm. Warum auch immer. Könnt ihr vielleicht neue Arbeiter, mehr Arbeiter? Ich habe gerade nochmal 9 eingestellt. Hm. Wie viele Arbeiter haben wir jetzt? Oh, 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 der hatte viel Zeug. 60. Hm. Genau. Aber es scheint so, als wären die Duschen insgesamt jetzt endlich mal fertig reingestellt, alle. Wenn man auf Innenräumen ausräumen klickt, dann werden die alle weggeworfen, die Objekte. Seltsam. Du hast doch extra ein Objektabreißen-Tool. Warum benutzt du das nicht einfach? So eine Frage. Ja. Letzte, ja, dann sagt's abreißen. Ja, okay. Boah, haben wir für Müll. Pascal, wo kommt der ganze Müll her? Ich dachte nicht, dass ich gerade ein Gebäude abreiße. Bin mir aber nicht ganz sicher, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, wir brauchen mal einen größeren Müllraum. Hier reißen sie alles ab. Alles wird abgerissen. Na gut, aber ich glaube, wir nehmen langsam auch genug auf. Ja. Na gut. Das waren ja wieder einige Todesfälle. Nächste Folge, Aufnahmesession, mal schauen. Wird wahrscheinlich eine Weile hin sein. Ich meine, dadurch, dass wir die Planung hier haben, werden wir uns vielleicht noch daran erinnern, beziehungsweise vor allem Pascal weiß ja wahrscheinlich noch, was dazu tun hat. Und die Bücherregale werden endlich mal installiert. Ja, endlich. Meine Güte, hat das gedauert. Naja, gut, aber du hast ja die Planung. Ich glaube, da tue ich jetzt über alles nochmal vorbereiten. Da hast du ja jetzt noch die Planung immer noch. Ja, ich kann mich an der Planung aber auch nicht mehr erinnern, was ich da machen wollte. Hey, weiterer Erfolg. Alle Häftlinge haben eine Zelle. Yay. Super. Ja. Aber ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Dann, ja. Bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Tschüss.